Willkommen beim Landwirtschaftssimulator auf Felsbrunn. Wir haben uns entschieden, schnell eine Striegeltour einzulegen, damit Johnny Zeit hat, zu Ende zu kalken. So, das heißt, kurz zielen, runter damit und Vollgas. Ja, ich schaff das mal wieder hier. So. Ich schaff das mal wieder nicht geradeaus zu fahren. Warum kommt hier kein Unkraut? Ach, dann wurde das schon weg hier. Ich werde aber hier alles durchstriegeln, sicher ist sicher. Helfer C hat einen leeren Tank. Oh. Und ich lasse hier wieder das halbe Gemüse stehen, wa? Nee, passt. Doch, da bleibt was stehen. Da bleibt was stehen. Und hier bleibt was stehen. So. Jetzt muss ich mal ganz schnell gucken. Du grubberst? Nein, du. Saatguttank ist leer. Alles klar. Der Saatguttank. Denn Saatguten wir mal. Wo war mein Gewicht? Hallo? Gegengewicht? Bin ich schon wieder so zerstreut, dass ich mein Gegengewicht nicht finde? So, Saatgut. Danke. Hallo Johnny. Ups. Mach mal die Klappe auf. Wie mache ich denn das? Fliegt es hier auf? Gute Frage. Nächste Frage. Da geht jetzt einfach so abkippe. Ah, das geht gar nicht auf. Fällt nicht unten durch, okay. Dann ist das Öffnen der Packung hier, Quatsch, der Packung, der Abdeckung nicht animiert.
War es das? Das war's. Dann würde ich sagen, tschüss. So. Alles klar. Thema beendet. Und Thema Riegel. Ah, da war jetzt ein bisschen schief. Und gib ihn. So. Du säst, ich striegle. Und du da hinten grubberst. Ah, da bleibt schon wieder das halbe Unkraut liegen. Mann. So. Na, bitte. Gleich ist das erste Feld mit Sonnenblumen ausgesät. Ah, super. Helfer B hat die Arbeit erfolgreich beendet. Oh, weißt du was? Wenn du so erfolgreich bist, dann machen wir Folgendes. Wir lassen dich hier erfolgreich striegeln und nehmen jetzt den Grubber. So. Und fangen an zu kalken. Nämlich das Feld hier fertig und dann kann gleich die Sonnenblume drauf. Ah, tut das gut, wenn mal irgendwas nach Plan läuft. So. Schwupp. Und ich wette mit dir, du brauchst jetzt hier dreimal nachladen, bevor du dieses Feld hier gekalkt bekommst. So. Läuft. Oh, der ist fast durch. Dann müssen wir uns jetzt beeilen, damit der auf dem Feld hier gleich weitermachen kann. Also, Expresskalken ist angesagt. So.
Super. Ah, wie schön die Traktoren da hin und her fahren. So, und wenn der mit Striegeln fertig ist, dann kann er gleich die Frontlader holen, weil ich glaube, dass dann hier wieder das Saatgut leer ist. So. Komme ich jetzt schief oder war ich vorhin schief? Sehr gut. Ja, ich komme schief. Ah, unser Tank ist schon wieder halb leer. Aber wir haben noch nicht die Hälfte vom Feld geschafft. Also entweder kommt, besorgen wir uns jemanden, der hierher kommt und Kalk liefert, oder wir fahren noch mal zur Kalkstation da hinten. Aber ich würde sagen, wir fahren zur Kalkstation hin. Und zwar gleich, wenn wir jetzt da drüben sind. So, ich werde jetzt nämlich Folgendes machen. Ich werde mein Gewicht hier liegen lassen und den hier nach Hause bringen. So. Und du striegelst fröhlich? Wunderbar. So. Grubber. Den brauchen wir jetzt in Zukunft immer, wenn wir Mais oder Sonnenblumen bauen. Na herrlich. Kalk. So. Das wäre erledigt. Helfer E hat die Arbeit erfolgreich beendet. Ach, das ist der Gemüsestrieger. Und der hat die Arbeit nicht beendet. Pappnase. So. Das heißt für uns, Johnny, fahr los. Warum machst du nicht, wenn ich auf Helfer drücke? Ach, jetzt machst du es. Gut. Du sollst das Feld zu Ende kalken, damit ich hier drüben bei dem hier von Hand striegeln kann, was er nicht machen will. So. Den
Ich sag ja, irgendwann haben die Helfer hier noch das Kommando und ich mache alles das, was die nicht machen wollen. So, fertig. Und wenn ich jetzt auf mein Feld gucke, dann gibt es nirgendwo mehr Unkraut. Naja, bis auf da. So, Wachstum, Wachstum. Das ist gegrubbert. Benötigt Kalk ist nicht mehr, weil er macht ja hier gerade benötigt Kalk. Gut. Das heißt, er kann nach Hause. Helfer J wird durch einen... Wer blockiert dich denn, Johnny? Das Auto, wa? Ha, na klar. Das Auto blockiert dich. Na komm. Ich zeig dir mal, wie das geht. Ach! Mist! Ja! Ich verstehe es ja. So. So. Alles klar? Stimmt, ich habe bei dem da hinten das Frontgewicht vergessen. Mein Fehler. Ich gebe auch Fehler gerne zu. So. Und du jetzt Sonnenblumen. Tschüss. Und du bist? So. Und du bist eigentlich hier schon fertig. Weil ich jetzt noch wüsste, wo hier der Beifahrer war. Nee. Na gut. Egal. Er ist fertig. Da haben wir gleich die Rasen und das halbe Nachbarfeld mitgekalkt. So. Gibt es eigentlich noch Aufträge? Pflügen. Feld 13. Wäre das einzige Interessante. Und wo ist Feld 13? Das Große. Was kriegt dafür? 6000. Komm, vergiss es. Hier ist die halbe Nacht damit beschäftigt. So. Du kriegst gleich Nachschub mit dem Frontlader. Erst Saatgut, dann Dünger. Da hinten ist der Frontlader. Hier ist alles fertig. Wir haben gestriegelt. Wunderbar. Und sobald jetzt eine Wachstumsstufe kommt, gibt es nochmal eine Ladung Dünger für alle. Und dann sind wir glücklich. Da brauchen wir bloß noch warten, bis die Preise steigen. Dass wir endlich unser Mist verkaufen können. Nicht Mist. Silage. Silage. So. N. R. Kalk. C. Was ist hier drin? 10.000.
Und von den 10.000, 4 waren drinnen noch. Aber 6 jetzt verbraten. Knapp 7. Ja. Da können wir wieder eine Anhängerladung Kalk holen. Okay. Allerdings brauchen wir den Kalk erst in nächste Runde wieder. So. Jetzt mal gucken. Das war's. Okay. Ich würde sagen, das war's. In der nächsten Folge nehmen wir dann wieder mit einem Frontlader und laden den da hinten auf. Und bis dahin sage ich, danke fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. See you later.